FPÖ-Chef Herbert Kickl im U-Ausschuss. Außerdem in der Sendung geplanter Anschlag, Urteil für Terror-Teenie. Lawinenabgang in Tirol, es gibt auch Tote. Frankreich ist im Drogensumpf. Und Fotograf soll sich ein 18-Jähriger vergangen haben. Das und mehr sind meine Themen heute. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, ein 17-Jähriger wollte am Wiener Hauptbahnhof einen Terroranschlag verüben. Ausgerechnet am 11. September. Doch dann verließ ihn der Mut. Er habe 3 bis 4 Menschen töten wollen, sagte der Bursche laut Polizei wenig später. Und dazu habe er Allahu Akbar schreien wollen. Sein Vorbild sei der Wiener Attentäter gewesen. Er hatte das Messer bereits eingesteckt, den Wiener Hauptbahnhof schon betreten. In letzter Sekunde entschied sich der damals 16-Jährige aber um, stach nicht wahllos auf Menschen ein. Seine islamische Gesinnung bringt ihn aber trotzdem vors Wiener Landgericht, wo er sich in seinem kurzen Prozess sehr wortkarg zeigt. Das Urteil macht klar, in einem Monat wird der Terror-Teenie wieder enthaftet. Wie einst der Wien-Attentäter vom 2. November 2020, Kuitim F., postet ein 16-Jähriger kurz vor seinem geplanten Anschlag stolz ein Foto. Am 11. September 2023 marschierte er mit seinem Messer in den Wiener Hauptbahnhof, um dort im Namen des IS-Ungläubigen niederzustechen. Wie es dazu kam, schildert die Staatsanwältin im Wiener Landesgericht ausführlich. Anfang 2023 begann der jetzt 17-Jährige, den Islam zu praktizieren und radikalisierte sich in Folge im Internet, wie es so oft der Fall ist. Er fing an, auf TikTok, Instagram und Telegram IS-Propaganda zu teilen, schickte auch Kampfgesänge und Videos von Selbstmordattentätern an Mitschüler. Er hat in seiner Schulklasse die IS-Flagge auf der Tafel veröffentlicht, so die Anklägerin. Diese Radikalisierung nimmt ihren Höhepunkt ein paar Tage vor dem 11. September letzten Jahres. Der Jugendliche versuchte mit 500 Euro eine Waffe zu kaufen, er war aber zu jung. Also rüstete er sich mit Fahrradhandschuhen, einem T-Shirt in Tarnfarben, einem Gilet mit abgeschnittenen Kopfhörerkabeln, das sollte eine Bombenjacke imitieren, und einem Messer aus. So fuhr er mit der U-Bahn auf den Wiener Hauptbahnhof. Im Endeffekt ist es ein Riesenglück, dass ihn sein Mut verlassen hat. Sonst würden wir hier wegen etwas ganz anderem sitzen. Denn der geplante Anschlag ist nicht gegenständlich in seinem heutigen Prozess. Die Staatsanwaltschaft stellte das Ermittlungsverfahren ein. Der damals 16-Jährige trat schließlich selbstständig vom Versuch zurück. Es bleiben aber dennoch die zahlreichen Postings und Nachrichten des Angeklagten, die ihm zu einem Mitglied der terroristischen Vereinigung IS machen. Vor dem Jugendschöffengericht drohen ihm 5 Jahre Haft. Nicht sinnvoll, plädierte Verteidiger Rudolf Meyer. Durch eine lange Gefängnisstrafe würde sich die radikale Gesinnung bloß verfestigen, zu der sich der 17-Jährige geständig verantwortet. Wie sind Sie darauf gekommen, will die Richterin wissen. Der Angeklagte zeigt sich wortkarg. Social Media. Denken Sie immer noch so? Nein. Was hat Sie zum Umdenken bewegt? Der Rat. Ein Deradikalisierungsprogramm, an dem er in der Untersuchungshaft teilnahm. Seine Verteidiger Rudolf Meyer und David Jodelbauer hätten für ihren Mandanten bereits einen Platz in einer sozialpädagogischen Wohngemeinschaft organisiert. Sollte eine teilbedingte Strafe beschlossen werden. Und so ist es auch. Wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation fasst er 24 Monate aus. Davon muss er 8 Monate im Gefängnis sitzen. Fast 7 sitzt er bereits in Untersuchungshaft. Das wird angerechnet. Weiters muss er sich einer Einzeltherapie unterziehen. Ja, bevor heute Donnerstag FPÖ-Chef Herbert Kickl als Zeuge im U-Ausschuss zum rot-blauen Machtmissbrauch befragt wurde, ist es zwischen ÖVP und FPÖ bereits am Vormittag wiederholt zu einem ausdauernden Schlagabtausch gekommen. Ja, erst um ca. 16.30 Uhr ging dann auch Herbert Kickl in den U-Ausschuss und davor gab es noch ein Statement. Ich bin hierher gekommen mit einem Ziel. Und dieses Ziel lautet, Licht zu bringen. Nämlich Licht zu bringen in dieses ja, dunkelschwarze ÖVP-Innenministerium. Und ich habe jetzt nicht genau nachgerechnet, wie viele Jahre es sind, dass dieses Innenministerium in schwarzer Hand ist.
Fest steht jedenfalls, dass es in etwa 1,5 Jahre gewesen sind, wo ich Innenminister dieser Republik gewesen bin. Und in diesen 1,5 Jahren habe ich natürlich auch Einblicke bekommen in dieses System, das die ÖVP da über Jahre aufgebaut hat. Und ich glaube, dass der eine oder andere Einblick, den ich da bekommen habe, einer ist, der die Österreichische Volkspartei nicht gut aussehen lässt. Und möglicherweise sind diese Einblicke, die ich da dann gehabt habe, auch ein Mitgrund dafür, dass die ÖVP dann in diesen Maitagen des Jahres 2019 dann den Deckel auch irgendwo draufgehauen hat, im Innenministerium den Koalitionsvertrag gebrochen hat und gesagt hat, aber bitte das Innenministerium, das müssen wir uns wieder zurückholen, das geht nicht so weiter mit diesem Freiheitlichen da drinnen, der stört unsere Kreise. Und meine Damen und Herren, ich habe gestern die eine oder andere Medienanfrage gehabt und da bin ich gefragt worden, ja, wie ich das anlegen werde. Und meine Auskunft war sachlich. Genau, so möchte ich es anlegen. Sachlich, und dieses sachlich, das ist genau das Gegenteil von dem, wie die Österreichische Volkspartei und wie auch die Grünen im Zusammenhang auch mit diesem Untersuchungsausschuss, mit dem Untersuchungsgegenstand und mit vielen, vielen anderen Dingen, die die Innenpolitik zurzeit beschäftigen, umgehen. Also Sachlichkeit ist meine Devise. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich mir das anschaue, was sich da innenpolitisch tut, als stünden manche Parteien, insbesondere die ÖVP und jetzt auch die Grünen, sozusagen auf Kriegsfuß mit der Wahrheit. Und sachlich bedeutet, und das ist jetzt wichtig, ja, sachlich bedeutet für mich, dass ich keinen Beitrag dazu leisten werde, das eigentlich wichtige Instrument dieses Untersuchungsausschusses für unsachliche Sudeleien, für Anwürfe über alles überhaupt, quasi völlig losgelöst von allem, zu missbrauchen. Und Sachlichkeit, meine Damen und Herren, das ist, glaube ich, auch dasjenige, was sich die österreichische Bevölkerung im Zusammenhang mit einem Untersuchungsausschuss erwartet. Das Ganze kostet ja viel Geld. Und ich glaube, da soll es um seriöse Aufklärung gehen und nicht um irgendein Kasperltheater. Seriöse Aufklärung auf dem Boden der gesetzlichen Grundlagen. Die gesetzlichen Grundlagen, die da drinnen gelten, das ist die Verfahrensordnung des Untersuchungsausschusses oder für Untersuchungsausschüsse. Das ist sozusagen die eine sachliche Grundlage, und die andere sachliche Grundlage, das sind Fakten. Das ist mein Zugang zu den Dingen, und wir werden dann heute sehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wer hier das Gesetz und wer hier die Rechtsstaatlichkeit hochhält und wer vielleicht irgendetwas anderes vorhat. Licht ins Dunkel bringen, habe ich gesagt, in dieses Dunkelschwarz des ÖVP-Innenministeriums. Naja, ich habe natürlich meine Wahrnehmungen, nicht? Ich habe das schon angesprochen. Man kann sagen, es gibt vielleicht auch das eine oder andere zu enthüllen, zum Beispiel zum Thema Postenschacher. Postenschacher. Wie das ÖVP-System hier auch gegen mich gearbeitet hat und wie ich bearbeitet worden bin. Ja, Sie haben sehr die Zähne ausgebissen, das war vielleicht auch einer der Gründe, warum Sie keine große Freude gehabt haben mit mir, wie Sie es auf jeden Fall versucht haben. Und wir haben ja in den vergangenen Tagen eine Diskussion gehabt über diesen Landespolizeidirektor von Niederösterreich, den Herrn Popp. Ja, das ist ja nur ein Fall. Das ist ja nur ein Fall. Da gibt es noch einiges anderes zu berichten, wo die Österreichische Volkspartei Druck gemacht hat. Ich glaube allerdings, dass ihr Mann fürs Grobe heute gar nicht da ist. Der Herr Sobotka ist, glaube ich, nicht zugegen, er ist irgendwo im Ausland. Gut. Diese Position Postenschacher hat auch eine Komponente Nehammer, ja, die aus meiner Sicht sehr, sehr vielsagend ist. Mehr sage ich da jetzt noch nicht dazu. Und natürlich habe ich auch Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Aktivität der Frau Staatssekretärin Edtstadler, die war ja mir zugeteilt, die gehört ja auch zum Untersuchungsgegenstand. Sie braucht sich nicht fürchten, keine persönlichen Dinge, also ich tue nicht umeinander psychologisieren, so wie sie das gerne macht, sondern da geht es um etwas ganz etwas anderes. Mir ist ja vorgeworfen worden, Verschwendung, Sie wissen, Kuli-Gate und Gratis-Logos, also lauter wirkliche Burner im Zusammenhang mit dem Thema Verschwendung. Aber ich glaube, es ist einmal wirklich interessant, auch im Zusammenhang mit dem Staatssekretariat, das sich ja die ÖVP so unbedingt gewünscht hat, einmal eine Kosten-Nutzen-Analyse darzustellen, um zu schauen, was hat das Ganze gekostet und was ist dort eigentlich gemacht worden. Und natürlich, und ich glaube, da warten Sie alle darauf, muss ich auch ein bisschen was sagen zu diesem ganzen Themenkomplex Russland, Wirecard, BVD. Ja? Weil die ÖVP da ja behauptet hat, dieser Herr Ott, der da jetzt in Untersuchungshaft sitzt, der hätte bei mir
irgendetwas werden sollen, irgendeine zentrale Position einnehmen sollen. Meine Damen und Herren, ich sage es in dieser Deutlichkeit, das ist eine glatte Lüge. Das ist eine glatte Lüge. Ich kenne diesen Herrn Ott nicht. Ich habe diesen Herrn Ott nicht gekannt, außer von diesen Berichten in irgendwelchen Medien. Ja, und ich habe auch gar kein Interesse, diesen Herrn Ott kennenzulernen. Und deswegen sozusagen, ja, war der Herr Ott für mich überhaupt kein Thema, weder in einer zentralen Stelle, noch in einer dezentralen, noch überhaupt in irgendeiner Stelle. Das muss man mal in dieser Deutlichkeit festhalten. Faktum ist aber etwas anderes. In jede Position, in die dieser Herr Ott im Innenministerium gekommen ist, in jede dieser Position, in jeder dieser Positionen, von denen aus er dann offenbar auch sein Spionagenetzwerk und seine Informationsabsaugung betrieben hat, ist er in der politischen Verantwortung der Österreichischen Volkspartei gekommen. Das geht ja gar nicht anders. Ja? Und Fakt ist auch, dass die Quellen und die Informanten, die er da offenbar angezapft hat im Sicherheitsapparat, ja, dass das lauter Leute gewesen sind, die auch unter ÖVP-Verantwortung im Innenministerium tätig gewesen sind, die von denen eingestellt worden sind, die unter Sicherheitsbedingungen gearbeitet haben, die die ÖVP-Minister zu verantworten haben, die von ÖVP-Ministern sicherheitsüberprüft worden sind und so weiter und so weiter. Das Ganze, was wir also hier sehen am Beispiel Ott, ist ein Vollversagen der Österreichischen Volkspartei. Das ganze Statement und auch den Live-Ticker gibt es auf krone.at. Schauen Sie da mal vorbei. In Sölden sind 3 Wintersportler ums Leben gekommen. Bei den Verschütteten handelt es sich um Skitourengeher. Großeinsatz nach einem großen Lawinenabgang in Tirol in Wendt. Dabei sind insgesamt 4 Personen verschüttet worden. 2 Wintersportler wurden bereits tot geborgen. Ein dritter verstarb in weiterer Folge. Außerdem wurde ein Alpinist teilverschüttet und verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Lawine war gegen 11 Uhr im Bereich Niedertal im Gemeindegebiet von Sölden abgegangen. Diese Route führt zur Martin-Busch-Hütte. In diesem Gebiet führt ein Fahrweg hinein. Auf etwa der Höhe der Strecke in rund 2200 Metern dürfte sich eine etwa 180 Meter lange und 800 Meter breite Lawine östlich der Talleitspitze gelöst und mehrere Personen verschüttet haben. Bei den Opfern soll es sich laut Polizei um eine holländische Tourengruppe handeln. Sie war mit Guides unterwegs. 3 Todesopfer wurden bereits bestätigt. Einer Person wurde mit erheblich, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Zams gebracht. Insgesamt waren 18 Personen in der Gruppe, einer davon dürfte bereits vor dem Lawinenabgang umgedreht haben. Die Suchaktion musste zwischenzeitlich unterbrochen werden, weil Lawinen gesprengt wurden. Es käme aktuell auch seitlich neben der Unfallstelle zu weiteren Lawinenabgängen, hieß es seitens der Polizei. Wie Leitstellengeschäftsführer Bernd Nogler sagte, waren 5 Notarzthubschrauber im Einsatz, 1 Hubschrauber des Bundesheers sowie 1 Fluggerät aus Südtirol. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck machte sich mit einem Tankwagen auf den Weg ins Ötztal. Auch alle Bergrettungsortsstellen des Ötztals waren vor Ort. Zudem wurden etliche Lawinensuchhunde unter anderem aus dem Oberland ins Ötztal gebracht. Am Donnerstag herrschte auf Tirols Bergen indes die relativ niedrige Lawinenwarnstufe 2 auf der 5-teiligen Skala. Damit wurde die Lawinengefahr als mäßig beurteilt. Dennoch warnten die Experten vor spontanen Locker- und Gleitschneelawinen. Die Gefahr vor Lockerschneelawinen würde mit den im Tagesverlauf ansteigenden Temperaturen und der Sonneneinstrahlung zunehmen, besonders im extremen Steilgelände. Und nachdem ein 49-Jähriger in Nawis im Bezirk Innsbruck-Land am Mittwochabend seine Lebensgefährtin attackiert haben soll, rief die Frau noch die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten hat der Mann eine Waffe gegen sich selbst gerichtet. Fürchterliche Szenen dürften sich in der Nacht auf Mittwoch in einem Wohnhaus in Nawis im Bezirk Innsbruck-Land abgespielt haben. Ein 49-Jähriger attackierte zunächst nach einem Streit seine Lebensgefährtin. Als diese die Polizei verständigte, drohte er, sich das Leben zu nehmen. Auslöser des dramatischen Einsatzes dürfte ein Streit kurz nach 23 Uhr zwischen dem 49-jährigen Mann und seiner 48-jährigen Lebensgefährtin im Wohnhaus in Nawis gewesen sein. Dabei dürfte der Mann die Frau bedroht und durch Angriffe gegen den Hals erheblich verletzt haben. Der 49-jährigen gelang die Flucht und verständigte die Polizei. Mehrere Polizeistreifen, die schnelle Interventionsgruppe, die Eco-Cobra und Beamte der Verhandlungsgruppe fanden den Verdächtigen wenig später auf der Dachterrasse.
Dieser drohte, sich das Leben nehmen zu wollen. Gegen 0.40 Uhr setzen die Beamten einen Taser, eine sogenannte Elektroimpulswaffe, aber offenbar zu spät. Er verletzte sich mit einer Schrotflinte selbst schwerst. Zitat: Der schwer verletzte Mann wurde vor Ort erst versorgt und anschließend mit lebensbedrohlichen Verletzungen in die Klinik Innsbruck eingeliefert, heißt es seitens der Polizei. Die Lebensgefährtin des Mannes wurde ebenfalls mit erheblichen Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus nach Hall eingeliefert und stationär aufgenommen. Weitere Erhebungen werden vom Landeskriminalamt Tirol sowie der für Zwangsmittelanwendungen zuständigen Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe des Bundesamtes für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung geführt. Angaben zur Herkunft des Mannes wollte die Polizei aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht machen. Ein Fotograf soll sich an eine 18-Jährige vergangen haben. Der Mann, der beharrte auch darauf, von der 18-Jährigen in eine Falle gelockt worden zu sein, was für den Senat allerdings unglaubwürdig war. Ein angeklagter Fotograf hatte sich oral an der schlafenden und stark alkoholisierten 18-jährigen Freundin seines Patenkindes vergangen. Das Urteil ist in Vorarlberg noch nicht rechtskräftig. Vergangenen August hatte der oberste Gerichtshof, der OGH, das erste Urteil des Landesgerichts Feldkirchen wegen eines Begründungsmangels aufgehoben. Am Mittwoch wurde die Causa daher noch einmal am LG mit 9 Schöffensenat verhandelt. Mit dem Ergebnis, dass das neue Urteil exakt gleich ausfiel wie das aufgehobene erstinstanzliche. So wurde der heute 56-jährige Vorarlberger Fotograf wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person zu einer teilbedingten Haft von 18 Monaten verurteilt. Dem Opfer muss er bislang unbescholtene 2000 Euro Teilschmerzengeld zahlen. Der Schöffensenat sah es als erwiesen an, dass sich der Angeklagte im Dezember 2021 in seinem Geschäft an der wehrlosen Freundin seines Patenkindes vergangen hatte. Es ist unglaubwürdig, dass das Nacktshooting nicht erregt hat. Trotzdem glaubt der Senat nicht, dass sie ein schlechter Mensch sind. Aber sie haben die sich dann bietende Gelegenheit ausgenutzt, begründet die Vorsitzende Richterin Silke Sandholzer das Urteil. Demnach hatte die auf einer Couch schlafende und gerade aufwachende 18-Jährige, die wegen Alkoholisierung und Übelkeit geschwächt war, missbraucht. Der Schöffensenat hielt die Angaben der jungen Frau für glaubwürdig. Und wir blicken ins Ausland. Ja, Frankreich hat die zweithöchste Drogenkonsumrate in Europa. In Frankreich gelten im Gegensatz zu Deutschland, wo Cannabis vor kurzem legalisiert wurde, strenge Gesetze, die den Besitz und auch den Handel mit der Droge untersagen. Dieselben Szenen in der südfranzösischen Hafenstadt wie aus einer der vielen Serien, die auf Streamingdiensten angeboten werden. Doch die interne Razzia durch die Generalinspektion der Nationalpolizei in der führenden Abteilung der Kriminalpolizei von Marseille war keine Fiktion. Die Beamten durchsuchten die Räumlichkeiten ihrer Kollegen, die gewöhnlich die größten Drogengeschäfte aufdecken und Mafiabosse die Handschellen anlegen. Wie die französische Tageszeitung Le Parisien berichtete, fand die Razzia wegen mutmaßlichen Verstößen und Korruptionsverdacht bei der hoch angesehenen Abteilung statt. Die gute Nachricht in diesem Zusammenhang: Es gab keine Festnahmen. Diese gab es indes, wie berichtet, im ostfranzösischen Burgund. Bei der Bürgermeisterin von Avalon fanden Ermittler sage und schreibe 70 Kilogramm verbotenes Haschisch. Auch für 2 ihrer Brüder, amtsbekannte Drogenkriminelle, klickten die Handschellen. Sie dürften die Räumlichkeiten ihrer Schwester als Drogenbunker genutzt haben. Für die Politikerin wurde dennoch U-Haft verhängt. Frankreich steckt laut Ermittlern seit mehreren Jahren im Drogensumpf. Schießereien mit etlichen Todesopfern unter Drogenbanden sind in dem führenden EU-Land nichts Außergewöhnliches mehr. Überdies habe Frankreich den höchsten Kokainkonsum Europas und den zweithöchsten Cannabis- und Haschischkonsum, besagte ein Bericht der französischen Beobachtungsstelle für Suchtentwicklung. Und laut der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen haben 44,8% der 15- bis 64-Jährigen in Frankreich mindestens einmal schon Cannabis konsumiert. Und der ehemalige Footballstar und Schauspieler O.J. Simpson ist im Alter von 76 Jahren verstorben. So richtig berühmt wurde er durch einen Mordprozess. O.J. Simpson ist tot. Der Ex-Footballstar, der durch einen Mordprozess in den 90ern berühmt wurde. Nun ist Simpson im Alter von 76 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben.
Simpson ist 1994 weltweit in die Schlagzeilen geraten, weil er beschuldigt wurde, seine Ex-Frau Nicole Brown Simpson und deren Freund Ronald Goldman ermordet zu haben. Als Hauptverdächtiger floh er in einem weißen Ford Bronco vor der Polizei von Los Angeles, die ihn festnehmen wollte. Die Verfolgungsjagd am 17. Juni 1994 quer durch Beverly Hills wurde live von einem US-amerikanischen Fernsehsender übertragen. Es war die erste reale Verfolgungsfahrt, die live per Hubschrauber übertragen wurde. Und das war's wieder von den Kronen News. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder.